Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal um die Kylo Ren Skin in Fortnite. Ja, Leute, der Kylo Ren Skin, den kennt ihr, das ist ein Charakter aus Star Wars. Und dieser Skin soll tatsächlich in Fortnite noch erscheinen, wann das Ganze passiert und ob es noch passieren wird. Mehr dazu kommt auf jeden Fall nach der kurzen Unterbrechung. Bis dahin gerne mal ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandsjob eingeben, was auch komplett kostenlos für euch ist. Dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden, was Fortnite betrifft. Dann würde ich jetzt aber sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt es ja schon gehört, Leute, es soll um die Kylo Ren Figur gehen oder um den Charakter aus Star Wars. Und wer den Kylo Ren nicht kennt, und ich war tatsächlich auch erstmal so, wer war das nochmal? Und zwar, Kylo Ren ist der gewählte Name von Ben Solo, dem einzigen Sohn der ursprünglichen Star Wars Trilogie Charaktere Han Solo und Leia Organa. Ja, Leute, die kennt ihr, die Prinzessin Leia und Han Solo, die sollte man auf jeden Fall kennen, aber lassen wir das jetzt aus dem Außen vor, ne? Also diesen Skin oder den Charakter kennen ja alle von euch und wie der aussieht, das weiß auch jeder, dass er auf der bösen Seite ist und so weiter. Also Leute, ich brauche euch das nicht erklären, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Und dieser Skin wurde tatsächlich im Spiel in Fortnite gefunden. Dieser Skin wurde schon länger gefunden und wurde auch schon ein bisschen länger geleakt. Ich wollte aber nicht direkt irgendwelche halbherzigen Infos rausbringen und deswegen dachte ich, ich lasse das mal ein bisschen warten. Vielleicht kommt er ja schon in den Shop oder auch nicht. Es kann auch sein, dass er zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier hochgeladen habe, schon im Shop ist. Also ich lade das Video gegen 6 Uhr hoch und es kann sein, dass der letzte Shop sozusagen aktualisiert wurde und dieser Skin da drin ist. Denke ich zwar nicht, aber es wird tatsächlich gesagt, dass der Skin zum 8. oder zum 19. zum Release von Star Wars, also heute, tatsächlich in den Shop kommen soll. Deswegen denke ich, dass er heute Abend in den Shop kommen soll, also der nächste Shop, der ansteht, und dass wir den Skin dann sozusagen uns kaufen können. Wäre eine richtig, richtig geile Sache. Ich feiere den Skin auf jeden Fall und ich würde mir den auch holen. Ich meine, ich habe die anderen restlichen Star Wars Skins ja auch schon geholt. Und deswegen würde ich mich um den umso mehr freuen. Ich blende euch den einmal im Hintergrund ein, damit ihr euch den mal angucken könnt. Aber ansonsten bis zum Ende dranbleiben, denn da habe ich sogar ein In-Game-Gameplay, wo ihr diesen Skin sehen könnt, wie er fliegt, wie er spielt und so weiter. Und es sieht echt wirklich geil aus. Ich feiere den hart, auch wenn das ganze Star Wars Event jetzt nicht so geil war. Die Skins waren umso geiler und deswegen heute wird nochmal ins Kino gegangen, um den neuen Star Wars Teil zu sehen, damit ich auf jeden Fall nicht gespoilert werde. Grüße. Sie gehen raus an Fraps. Das war's von mir, Leute. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandsshop eingeben. Ja, dann somit könnt ihr mich unterstützen. Wäre sehr, sehr ehrenhaft. Dankeschön dafür. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.